Ein neues Jahr ist vorbei. Okay, schon seit ca. 12 Tagen. Aber der Jahresrückblick ist draußen von Riot Games, wie ich mich dieses Jahr in League of Legends zugeschlagen habe. Wobei am Ende des Jahres ich sehr weit weg von League of Legends gegangen bin. Also versucht habe, weg von League of Legends zu gehen. Und lieber andere Spiele zu spielen. Weil League of Legends wird immer mehr so ein Spiel, was ich nicht mag. Wegen die neuen Champion-Design, wenn immer overpowered, immer viel mehr überladet. Und die schaffen es nicht richtig, alles zu balancen, dann wollen die einfach mehr Content. Und das alte Content funktioniert noch nicht mal. Hier, so, zum Beispiel Mordekaiser, funktioniert nicht mal. Aber naja, wenigstens jetzt mein Jahresrückblick, wie ich mich dieses Jahr geschlagen habe. Season Start, ja. Hey, 400 in einem Game. Kindred, natürlich. Placement, Rang 1. Keine Ahnung, was bedeutet. Mit Champion kauft oder so, oder kam raus, aber warum wird es denn angezeigt? Ich verstehe es nicht. Gut, zwar verstehe ich auch nicht, warum es angezeigt wird. Schon in der Mitte der Season. So schnell geht es. 8 Games, höchste Winstreak. Danach ein gutes Spiel, zweimal hintereinander, das Fortune, cool. Am selben Tag, den Pentakill auf Aram. Ja, Horner 5. Bin ich da nicht gekommen, Game Mode oder so, ja. Die Frage ist, wen interessiert das? Das ist nur ein Game Mode, so zwischendurch. Ich meine, 87% Winrate ist schon hoch, aber das ist nur PvE. Wen interessiert das? Und dann am 3. November bin ich Silber 2 gekommen. Cool. So, meine Stats sehen ungefähr so aus. So. Mir gefällt es, dass ungefähr jedes fünfte Game Baron habe. Ist schon ein bisschen traurig so, aber who cares? Aber durchschnittliche Kills geht eigentlich. Aber nicht durchschnittliche Deaths. Wie eigentlich. Durchschnittliche CS pro Minute. 2,1. Ich bin halt einfach der beste Farmer der Welt. Niemand ist so gut wie ich in Minions killen. Sag ich einfach mal so. So. Was gibt's hier noch? Fastest Tower in 9. Minute. War es wahrscheinlich ein 4-Mann-Gank oder so. Ich weiß es nicht. Ja, meine Multikills alle insgesamt 328 Double Kills, 38 Triple, 3 Quadra und ein Pentakill auf Aram. Ach, warum? Hey, meine ganzen Horners, 69% beim Herz. Wir wissen alle warum. Weil die Leute sehen aber nur Herz und denken sich, ja komm, nimm ihm mal das. Er ist auch honorable free, aber die Leute haben halt keine Ahnung, was die aussagen, wobei die das hier sogar steht. Das hier ist bei einer Tiltlage, wenn man die ganze Zeit gegankt wird, die ganze Zeit stirbt und trotzdem nichts macht, sich nicht tilten lässt. Und immer freundlich bleibt, dass man dann Stat cool bekommt. Dafür war dieses Horner gedacht. Benutzt keiner. Great Shot Calling benutzt auch fast jeder falsch. So. Die benutzen halt einfach alle fast nur GG. Ich auch. Wenn ich irgendwie einen Horner will, dann einfach nur GG. Ich guck mir eigentlich die anderen nicht mal an. So, und jetzt meine besten drei Champions, die ich gespielt habe. Kindred, Riven, Yasuo. Also bei Kindred und Riven kann ich verstehen, aber Yasuo? Ich meine, ich habe ihn nur 15 Mal gespielt. Ist trotzdem viel zu viel. Und das auf Arm. Ja. Kindred 284 Games mit einem 59% Winrate, beziehungsweise 60%, ist schon gut. So. Kann man nichts dagegen sagen. Die KDA ist okay, nicht gut, aber okay. Hab sie oft mal benutzt, ja, bei Jungle und so. Und die Q 30.000 Mal habe ich einfach auf Q gedrückt. Höchstwahrscheinlich sogar viel mehr. Riven nur 71 Games und nur 41% die Gewinnrate. Mit einem durchschnittlichen KDA von 2. Und sehr oft mal benutzt, keine Ahnung warum. Yasuo ist halt Yasuo. Ich verstehe immer noch nicht, warum Yasuo. Ich habe tausende Champions viel öfter gespielt als Yasuo dieses Jahr.
trotzdem ja so. Ich meine, ich habe ihn nur 15 Mal gespielt. So. Und trotzdem ist mein drittmeistgespielter Champion anscheinend. Oder mit dem ich am drittbesten war. Wobei ich. Wer can flame you? Wer can ban you? But Jesus is the most played champion of 2018. Oh Gott, ernsthaft? Flash is must win, ja, cool. So, just because you can't dodge a pike hook doesn't mean you can deal ton of damage. Je 5,5 CS mit Xayah pro Minute durchschnittlich. Du wirst wahrscheinlich ein Game oder so. Ein oder zwei Games. 5,4k Damage pro Tod. Und 4,9k, ja. Ich habe bis jetzt Jhin nicht so häufig gespielt. Jedes Mal, wenn ich mir denke, okay, ich nehme jetzt Jhin, passt gerade so perfekt. Es wäre scheiße, wenn ich Auto-Attack müsste. Also Auto-Attack abhängig bin. Ich bin gerade AC. Dann pick ich mal Jhin. Jhin macht okay Spaß, aber jetzt nicht so viel Spaß, wo ich sagen würde, okay, würde ich öfter spielen. Und hier, ich habe mich schon beachtet. Und jetzt am meisten gestorben gegen Zed. Am meisten killt Zed. Ich frage mich ja, warum. Zed wird einfach zu häufig gepickt, meiner Meinung nach. Wie alle wollen Zed spielen. Es macht einfach keinen Spaß, gegen Zed zu spielen. Aber am meisten gegen Lissandra verloren. Gerade am Ende der Season. Also, seit dem Lissandra-Buff, wo sie ganze Teamfighten und so. Ich habe meistens Lissandra entweder auf Aram oder in Nexus-Splits gefunden. Und da ist halt Teamfight wichtig und Lissandra ist halt super stark in Teamfight. Die ganzen Siege sind gegen Lissandra gewesen und auf Summoner's Rift ist wahrscheinlich. Und hier gegen Xin Shao. Ich hatte niemals erwartet, dass es eine 80%ige Gewinnrate gegen Xin Shao ist. So, meiner Meinung nach ist Xin Shao viel zu stark. Ist Xin Shao einer der stärkeren Champions. Und vor allem ein Kindred Counter. Und trotzdem habe ich eine 80% Gewinnrate. Ich bin halt einfach nur sick. Und dann meine besten zwei Positionen. Mit 63% Gewinnrate. Jungle. Und hier ist nochmal meine Stats. Average Damage mitigated. Das ist halt. Verbesserungswürdig, würde ich mal behaupten. So, das liegt einfach daran, weil ich zu wenig ganke, meine Meinung. Also ich ganke auf jeden Fall zu wenig. Aber es liegt auch meistens daran, weil ich halt nicht so gut darin bin, Ganks zu erkennen, wo kann ich jetzt am besten ganken, wie ganke ich jetzt. Also ich sehe halt eine Lane, denke mir so, Alter, warum ist immer die Lane, die ich ganken will, so in der scheiß Position? Immer ist meine Lane reingepusht, wo ich gerade ganken will. Oder geht gerade Base. So. Ist einfach nur Cancer. Dein Top-Lane. Zack. Richtig negativ. Average Healing und Rewards per Game das sind halt einziges Positive. Wie im Silberspielraum, ja. Wenn wir hier Challenger gucken. Ich meine, ich mache immer noch mehr Rewards als Challenger. Durchschnitts-Challenger. Und mach auch mehr Damage, aber das war's. Danach gehen die restlichen Stats, die ganzen wichtigen Stats runter. So, ich kann halt nicht mit den Challenger-Spielern auf Top-Lane mithalten. Kann ich aber mit dem Jungle mithalten? Ja, nee. Geht so. Und Diamond? Eher so. Also eher, viel eher. Aber meine meistgespielten Champions. Was aber irgendwie nicht sein kann, dass Rengar mit 5 Games einer meiner meistgespielten Champions ist, wenn Yasuo 5. Ach nee, ach, ich hatte ja auch eine Auswahl zwischen Jungle und Toplane. Ups. Na gut, und Jungle halt meistgespielter Champion. Das Rengar. Ich habe ihn wirklich so oft gespielt. Also. Ich kann mich erinnern, dass ich eine Zeit lang mal versucht habe, Rengar zu spielen, aber ich denke, ich habe Rengar Toplane gespielt. Wahrscheinlich. Aber dass Poppy nur dreimal gespielt habe, obwohl Poppy einer meiner Favoriten-Champions sind. Ah, aber da muss ich auf jeden Fall nächstes Jahr etwas ändern. Also dieses Jahr. Nicht nächstes Jahr. Ich muss mehr Poppy spielen. Poppy macht Spaß. Aber nicht mehr so sehr wie die alte Poppy, aber immer noch Spaß. Also die alte Poppy vor dem Rework. Der vor 3 Jahren gekommen ist, 3, 4 Jahren. Ah, die alte Poppy mit der Unsterblichkeit bekommen hat. Ach, das war gut.
Mit der Bootskolle. Sonst gut. Hier mit Twiese, ja. Habe ich sehr gut gespielt. Mit 53% Gewinnrate. Ich meine, das ist meiner Meinung nach gut, weil immer wenn ich mit Teammates zusammen spiele, dann spiele ich meistens schlechter. Einfach aus dem Grund, weil ich mir denke, na komm, ich will jetzt nicht tryharden, so ich spiele jetzt mal mit Kumpels, so, da will ich ein bisschen Spaß haben, dann troll ich ein bisschen mehr. Achte nicht so auf die Map, mache weniger, so, also versuche weniger. So, und und dadurch verlieren wir halt meistens, aber das ist trotzdem eine 53% Gewinnrate habe, als Premade mit jemandem. Ah, schon geil. Es gibt, ist halt ein Kumpel, den ich online kennengelernt habe, mit dem ich ein bisschen Ranked zusammen spiele. Ich bin über ihn, wusste ich gar nicht. Also Ranked her bin ich über ihn. Ein bisschen online gespielt, hab keine Ahnung. Ja. Und nun, expand your roster. Kane, Camel, Graves. So, meiner Meinung nach würde ich Kane, ich will Kane nicht spielen. Kane ist einfach meiner Meinung nach wie die meisten neuen Champions, wie alle neuen Champions overdesigned. Und Kane hätte nicht so eine niedrige Win- bzw. Playweight, bzw. niedrige Unweight. Wäre generell nicht so scheiße, würden die Leute aufhören, die ganze Zeit Blue Kane zu gehen. So. Kane hätte eine über 60%, hätte mindestens eine 55% Gewinnrate, würden die Leute nur Red gehen. Weil Red ist busted. Red ist busted. Die Leute denken sich, Alter, die ganzen Montages, den Blue Kane, muss ich jetzt auch Blue Kane spielen, weil ist ja geil, so kann ich auch in die ganzen Montages rein. Aber Blue Kane ist halt einfach nur, ja, Snowball, während Red Kane einfach nur, ja, ich bin halt ein Bruiser, der sich die ganze Zeit voll heilt, der fast unsterblich ist und trotzdem noch viel zu viel Damage macht. Aber nein, die Leute gehen stattdessen einfach nur Full Damage. Und denken sich so, pff, überleben braucht man eh nicht. Ich meine, ich habe eh Mobility, ich kann eh durch Wände, who cares? So, meine Meinung nach, das ist einfach Red Kane tausendmal stärker als Blue Kane, aber die Leute denken sich, Blue Kane ist einfach stark, Mann. Ich kann Leute one-shotten. Kann ich ja auch mit Red Kane, aber die Leute sehen es halt einfach nicht. So, vor allem Kane ist stark gegen Rexxar und Gragas, mit denen habe ich keine Probleme und schwach gegen Tryndamere und Udyr. Ich habe immer Probleme gegen Udyr, weil Udyr ist einfach ein Kindle-Counter. Und dasselbe mit Camille. Ich hatte nie Probleme. Hier, Camille ist auch so ein Scheiß-Champion. Und Camille ist auch stark gegen Rek'Sai und Quinn, obwohl gegen die super leicht zu spielen, aber nicht gegen Jax und Tryndamere, wobei ich mehr Probleme habe. Und Graves genau dasselbe. Schwach gegen Udyr und Tryndamere, wobei ich schwach gegen die bin. Und stark gegen Rek'Sai und Sejuani, wobei ich gut gegen die bin. Und warum werden mir drei Champions empfohlen, die stark gegen Rek'Sai sind? So, ich habe keine Probleme gegen Rek'Sai. Ich habe ihn bis jetzt fünfmal oder so im ganzen Jahr gesehen. Einfach nur, bäh. Don't let anyone call you a One-Trick. The Champions fit in with your playstyle and previous Champions. Try them out. Ich bin ja kein One-Trick. Das kann man noch locker sehen an meiner Match-History. Zum Beispiel, ich meine, ich bin kein One-Trick. Ich bin halt einfach kein One-Trick. Das Wyatt versucht mir zu erklären, dass ich ein One-Trick bin. Fick dich, Wyatt. Ich bin kein One-Trick. Und ja. Die Champions fassen halt null zu mir. Ich meine, wenn ich sehe, dass sie schwach gegen Champions sind, gegen die ich nichts machen kann. Mit Kindred zum Beispiel. Wenn ich mit Kindred schwach gegen Champions bin, dann habe ich keine Lust. Dann kann ich nichts dagegen machen. Ich will lieber Champions machen, mit denen ich gegen diese Champions counter, die mir angezeigt werden, die stark gegen die hier sind. Aber nein, stattdessen bekomme ich drei Champions, die schwach gegen diese drei Champions, gegen die ich nichts machen kann mit Kindred. Warum soll ich hier einen picken? So. Wenn ich mit Kindred sogar besser bin. Meiner Meinung nach ist Graves stark, Camille stark und Kane stark, klar. Aber die sind halt einfach nur Champions, worauf ich keinen Bock habe. Das ist einfach nur behindert. Ja, das war's schon mit den Jahresrückblick, cool. Mein Herz ist nur einmal mittendrin ausgegangen. Ich bin ein bisschen erkältet, so die ganze Woche.
versucht, dass noch heute ein anderes Video hochladen kann. Wobei dieses Video reicht eigentlich. Wir sehen uns dann. Bis dann und ciao. Was nächstes.